Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Mittelerde, Schatten des Krieges. So, wir sind jetzt mal hier aufgestanden wieder nach unserem Tod und sind jetzt hier auf dem Weg mit der Eltariel zu Kankras Höhle zu folgen und schauen einfach mal, was wir so platt machen unterwegs. Wir müssen uns beeilen. Ja, dann der kämpft doch nicht so viel da. Wer weiß, wie viele Nazgul der Hexenkönig gesandt hat. Sie dürfen den Ring nicht bekommen. Können die Nazgul die Macht Kankras brechen? Gemeinsam ist ihre Kraft immens. Selbst Kankras Brut fürchtet die sie Nazgul. Sie fürchten sich. Wir müssen sie nicht bekämpfen. Wir müssen Kankra besitzt die Macht des neuen Rings. Daran musst du mich nicht erinnern. Denn so mächtig mein Ring auch ist, die Nazgul besitzen ihre eigenen. Unsere einzige Hoffnung ist das Licht Galadriels. Und es soll uns schützen, doch nur meine Hand soll es führen. Pfeile mitnehmen hier. Wo müssen wir überhaupt hin? Ich habe keinen Plan. Wir sind fast da. Mach dich bereit und weiche nicht von meiner Seite. Achso, da lang. Du vergeudest deine Zeit. Warte, jetzt hätte ich Zeit, hey. Wo ist ein Zeiger? Schon wieder kurz vor knapp. Warum? Opfer müssen gebracht werden. Wieso jetzt? Nimm den Ring. Führe deine Armee. Dein Pfad wird sich dir zeigen. Der Ringgeist ist fort. Du musst diesen Ring zerstören. Er gehört jetzt uns. Ihr werdet eurem Ruf gerecht, Celebrimbor. Dieser Ring ist anders. Mit ihm können wir Sauron bezwingen. Ich richte Menschen, die im Bann dieser Ringe stehen. Du willst nicht enden wie sie. Wenn die Zeit gekommen ist, tue ich, was getan werden muss. Vielleicht. Du solltest von hier verschwinden. Die Ringgeister kehren wieder. Das tun sie immer. Wir werden uns wiedersehen.
Jetzt haben wir nicht den Ring wieder, aber was können wir jetzt Neues machen? Neues Gebiet freigeschaltet, Leute. Wie geil ist das denn? Oh, das sieht aber schick aus da. Schöner Meer. Mal hier eine kleine Überschwemmung, dann eine Überflutung. Alles entspannt. Hörst du das auch? Das ist der Wald von Karnen. Und für uns nicht von Belang. Talion. Wir brauchen eine Armee. Ja. Da. Dieses Lager ist voller Krieger. Unsere Krieger. Ja, Akt 2, Aufstieg zur Macht. Toll, wie viele Akte hatten das Spaß? Erschaffe mit dem neuen Ring eine Armee, in dem du Orks beherrschst. Halte linke Shift-Taste zum Schleichen gedrückt und drücke dann E für eine Schleichbeherrschung deines Ziels. Halte außerhalb des Schleichmodus E zum Beherrschen eines Orks gedrückt. Okay. Alle Aufzählfähigkeiten beherrschen das Ziel jetzt auch, genau wie das Verhören einer Okay. Unser größter Vorteil liegt in der Macht des Rings und in der Tarnung. Wenn möglich, sollten wir unentdeckt bleiben, bis die Chancen zu unseren Gunsten stehen. Aber mal anfangen, oder? Halt! Diese Schützen werden nicht nur unsere Waffen. Sie werden unsere Augen sein. Dann holen wir uns doch mal einfach mal 10 Stück. Der Ring wird uns eine Armee schenken. Und sie schenkt uns Mordor. Na, mal abwarten. Noch haben wir die Armee nicht, Kollege. Wer hart trainiert, kämpft hart. Nur so könnt auch ihr eine Stadt Gondors erobern. Moment! Ihr habt das von mir als Ziel gehört, oder? Hey! Was ist dein Problem? Ich glaube... Ein weiterer Pfeil in unserem Köcher. Was jetzt? Enttäusch mich nicht, Talion. Was denn? Hab ich gar nichts gemacht. Entdeckt? Von wem wurde ich denn entdeckt? Verdammte Scheiße! Unser größter Vorteil liegt in der Macht des Rings und in der Tarnung. Wenn möglich, sollten wir unentdeckt bleiben, bis die Chancen zu unseren Gunsten stehen. Diese Schützen werden nicht nur unsere Waffen, sie werden unsere Augen sein. Weiß ich schon, du Depp.
Ich wurde von gar nichts entdeckt. Hey, verdammte Scheiße. Kein Feind in Mordor ist sicher vor der Macht des Rings. Diese Krieger auch sind, meinem Ring können sie nicht widerstehen. So, jetzt muss ich gucken, wie ich das jetzt mache, ne? Ich hoffe, hab ich da. Seh mir einen Kampf in der Grube an. Mit etwas Glück ist Bruce heute dran. Hört besser zu, ich will euch nämlich etwas beibringen. Das werdet ihr brauchen. Sie können uns nicht trotzen. Toll. Was mache ich jetzt? Oh, ich habe keinen Bock, nochmal entdeckt zu werden. Es gibt noch mehr Städte wie Minas Ithil. Übt fleißig oder ihr verpasst noch den ganzen verdammten Krieg. Ah, okay. Der da drüben hat mich entdeckt. Ja, deshalb. Strengt euch gefälligst an, ihr Maden. Den Rest Gondors nehmt ihr nicht mit diesen schwächlichen Ärmchen ein. Kommt jetzt nochmal rüber oder nicht? Ach komm schon. Wenn ich jetzt loslaufe, dann kommt der hergelatscht. Pass auf. Was machen wir jetzt? Warten wir oder gehen wir weiter? Na, strengt euch gefälligst an, ihr Maden! Den Rest Gondors nehmt ihr nicht mit diesen schwächlichen Ärmchen ein! Grabwandler erledigt! Er war wohl doch kein so großer Mensch. Hört besser zu, ich will euch nämlich etwas beibringen! Das werdet ihr brauchen, wenn ihr Städte plündern wollt. Dachte, er kommt jetzt hier. Ihr habt das von Minas Ithil gehört. Rangelaufen, oder? Aber irgendwie mag der nicht. Wir werden den Jungs vom Hexenkönig nicht den ganzen Spaß lassen. Nehme ich jetzt den da drüben ein, irgendwie. Sorons werden die unseren sein. So, wir machen es jetzt am blödsten, weil der drüben, der guckt ja rüber und der drüben. Weil der sieht mich ja.
Und viel fehlt mir nicht mehr. Strengt euch gefälligst an, ihr Maden! Moment! Den Rest Gondors geht ihr nicht mit diesem schwächlichen Erdteil! Okay. Drücke 4, um die beherrschten Orks zu... Oh, jetzt geht das wieder nicht. Ich mag das Spiel immer mehr, ey, Leute. Stellen wir unsere Krieger auf die Probe. Ehre dem hellen Herrscher! Was habe ich euch je getan? Heller Herrscher, führe meine Hand! Ein guter Anfang, aber auch nicht mehr. Wir brauchen mehr Krieger, stärkere Krieger. Jawohl. Woher man kriegt man ein paar Bonis endlich mal? Wir werden außerdem Kommandanten brauchen. Herausragende Orks, die mehr als nur Schlachtvieh sind. Aber was ist mit diesem Wald? Alles dasselbe, okay. Also ich mache das mal hier zusammen, Leute, nicht wundern. Ich werde jetzt hier mal ein bisschen was zusammen noch pushen hier. Was können wir denn da reindrücken? Das ist cool. Das ist auch nicht schlecht. Und mehr Schaden von Gefolgsleuten. Ne? Ist auch nicht schlecht. Aber dafür müssen wir erstmal natürlich das rausfinden. So, und zwar... Mal erstmal den hier rein. So. Er ruft nach uns. Wir dürfen uns nicht ablenken lassen. Unsere Armee zu errichten hat Vorrang. Wollen wir doch mal hier noch eine kurze Runde laufen? Okay, ich weiß nicht. Was
Online-Blutrache. Das heißt, ich kann da zu einem anderen Spieler gehen und den rächen. Das ist auch nicht schlecht. Okay, ja, würde ich sagen, dann werde ich hier mal weiter rumtöten, bis ich eine gewisse Armee habe. Und werde dann später, wenn es wieder weitergeht, mit euch zusammen aufnehmen und euch das zeigen, was ich so gemacht habe. Und hoffe natürlich, ihr seid bei jeder bitte dabei. Ich danke euch erstmal fürs Zuschauen und freue mich schon auf die nächste Runde Mittelerde, Schatten des Krieges. Danke euch fürs Zuschauen und bis bald.